Alles Startler und Boxen auf zum Hauptrennen, dem Pferdewetten.de Bavarian Classic Rennen der Europagruppe 3. Los Queridos wird an die Spitze beordert, dahinter dann Ayalo an der Innenseite in zweiter Position vor Iraklion und Lovato. Die Vierergruppe legt hier einen zügigen Takt an, etwas zurück dann Quasillo und deutlich hinter dem Feld galoppiert dann Eastside One. So steuert das Feld in den ersten Bogen hinein. Los Queridos, der Gast aus Köln, ist an der Spitze, Iraklion außen in zweiter Position, innen dicht auf ist dann Ayalo in vierter Position, Lovato, Quasillo, der Fährhofer, hat Anschluss Richtung den führenden vier Kandidaten und am Ende des Feldes Eastside One. So biegt das Feld an der 1400 Meter Marke in die Gegenseite ein. Los Queridos weiter an der Spitze, dahinter dann das direkte Verfolger-Duo, bestehend aus außen Iraklion und weiter an der Innenseite Ayalo, dahinter dann in vierter Position Lovato im Mittelpunkt des Feldes, dann Quasillo in ganz ruhiger Fahrt und am Ende des Feldes da galoppiert Eastside One. Die Pferde gleich am Übergang. Los Queridos. Los Queridos weiterhin an der Spitze. Iraklion bleibt zweiter. Ayalo an der Innenseite ist ebenfalls dicht auf. Dahinter dann Lovato in freier Galoppade, dann Quasillo und am Ende des Feldes Eastside One. Die Pferde sind bereits im Schlussbogen. Die letzten 900 Meter brechen an. Los Queridos weiter an der Spitze. Iraklion streckt jetzt ein bisschen den Hals in Front, hat jetzt die zweite Position inne. Dahinter dann Ayalo, dritter vor Lovato. Dahinter dann Quasillo als fünfter am Ende Eastside One. Keine Positionsveränderungen. Aber Iraklion kommt jetzt näher an Los Queridos heran aus dem Scheitelpunkt des Bogens heraus. Gleich geht es in den Einlauf. Los Queridos weiter vorne. Los Queridos führt vor Iraklion außen an der Innenseite Ayalo. Dahinter dann Lovato und ganz an der Außenseite Quasillo. Der kommt jetzt hier in einem wirklich guten Galopp angeflogen. Aber an der Spitze 350 Meter ist Ayalo. Ayalo jetzt knapp im Vorteil an der Innenseite. Ayalo führt an der Außenseite Lovato und Quasillo wird jetzt immer stärker. Quasillo mit dem äußeren Flügel. Quasillo an der Außenseite ist vorne, geht auf und davon. Quasillo nach 150 Meter. Quasillo im Handgalopp. Der wird überhaupt nicht bemüht. Quasillo, der kommt hier nach Hause. Eine Trainingseinheit wird schon gestoppt. Quasillo gewinnt vor Ayalo. Dahinter Lovato. Dritter, vierter Iraklion. Dahinter dann Eastside One und Los Queridos. Ja, das war für Quasillo, das muss man wirklich sagen, ein Trainingsgalopp, also ein ganz eindrucksvoller Sieg für den Fährhofer, dem wirklich nur das Nötigste abverlangt wurde. An der Innenseite Ayalo, dahinter dann Lovato und ganz an der Außenseite Quasillo. Der kommt jetzt hier in einem wirklich guten Galopp angeflogen, aber an der Spitze 350 Meter ist Ayalo. Ayalo jetzt knapp im Vorteil an der Innenseite. Ayalo führt an der Außenseite Lovato und Quasillo wird jetzt immer stärker. Quasillo mit dem äußeren Flügel. Quasillo an der Außenseite ist vorne, geht auf und davon. Quasillo nach 150 Meter. Quasillo im Handgalopp, der wird überhaupt nicht bemüht. Quasillo, der kommt hier nach Hause. Eine Trainingseinheit wird schon gestoppt. Quasillo gewinnt vor Ayalo. Dahinter Lovato, dritter, vierter Iraklion, dahinter dann Eastside.